mitten in der Stadt in Wien am Frankplatz. Oben Fußgängerinnen, Radfahrer und Autos, unten riesige Tunnel. Maschinen bohren sich durch die Stadt. 2026 soll hier die U-Bahn durchfahren. Die Baustelle am Frankplatz gehört zum großen U-Bahn-Ausbau. 11 Kilometer Tunnel und 12 neue Stationen sollen mehr Verbindungen in der Innenstadt schaffen, aber auch zu den Stadträndern. Ein Milliardenprojekt mit dem Ziel, mehr Menschen in öffentliche Verkehrsmittel bringen und Wien ein Stück klimafreundlicher machen. Vor 2,5 Jahren haben die Arbeiten am Frankplatz begonnen. 100 Leute und 30 Maschinen sind tagtäglich hier im Einsatz. Den Überblick behält Projektleiterin Eva-Maria Weiß. Sie spricht von einer besonderen Baustelle. Wir arbeiten hier unter sehr beengten Platzverhältnissen. In der Stadt ist halt einfach nicht so viel Fläche, um eine Baustelleneinrichtungsfläche zu haben. Also ich war auch schon bei der U1 Richtung Oberlauer beteiligt. Das ist halt vom Stadtgebiet ganz anders. Wir waren da im 10. Bezirk von der Stadt Wien. Viel Verkehrsfläche oder Grünfläche, aber es ist nicht zu vergleichen wie hier, wo man wirklich mitten unter den Häusern mit dem Vortrieb durchfährt. Zu Beginn hat man viele Leitungen für Gas, Wasser oder Strom umleiten müssen. Während sich Archäologinnen und Archäologen schon über Funde wie eine alte Komödienmaske, Teller und Hausbrunnen gefreut haben, ist bei den Anrainerinnen und Anrainern die Angst vor Schäden groß gewesen. Weiß erklärt: Also bevor wir mit solchen Bauarbeiten beginnen, schauen wir uns die Häuser, die über unseren Baustellen stehen, immer an, machen gegebenenfalls auch Hausertüchtigungsmaßnahmen, sprich verbreitern, vertiefen die Fundamente oder ziehen Bodenplatten ein, um eben die Häuser so gut wie möglich auf den U-Bahn-Bau vorzubereiten. In einem Infocenter für den U-Bahn-Ausbau oder bei den Kretzl-Betreuerinnen und Betreuern kann sich jeder informieren. Bei den Bauarbeiten rund um die neuen Stationen habe es bis jetzt 100 Versicherungsmeldungen bei 250.000 Anrainerinnen und Anrainern gegeben, zum Beispiel über Risse oder Setzungen, so die Wiener Linie. Die Schäden wird eine Versicherung übernehmen. Um den Lärmpegel niedrig zu halten, hat man am Frankplatz auf den großen Transportschacht zuerst eine Art Deckel drauf betoniert, bevor man 25 Meter nach unten gegraben hat. Dennoch haben besonders die Besitzerinnen und Besitzer von Cafés, Restaurants oder Geschäften keine Freude mit den Baustellen rund um den U-Bahn-Ausbau. Am Frankplatz klagt ein Restaurantbesitzer über fehlende Gäste. Er hat im letzten Dezember eröffnet und vermutet, dass sein Vorgänger wegen der Baustelle schließen musste. In der Kirchengasse, wo auch gearbeitet wird, trifft man ebenso auf unglückliche Gastronomen. Eine junge Frau in einer Bäckerei spricht von 70% weniger Umsatz. Im Café Fieger sagt Benedikt Oellinger: Also die Baustelle sieht sich sehr schlecht auf dem Geschäft aus. Vor allem im Sommermonat hat wir schon Gastgarten. Und auch jetzt, wo wir einen haben, kommen die Leute dazu, dass es einfach viel zu laut ist und auch der Staub, die sich ständig ein bisschen in der Luft vorbeifahren. Das ist dann auch ein sehr unangenehm. Man bekommt auch nicht wirklich Unterstützung von den Berlinern oder von der Stadt. Bis zu 7.000 Euro Unterstützung im Jahr ist für die Geschäftstreibenden vorgesehen. Oellinger würde sich mehr wünschen. Vom U-Bahn-Ausbau sollen viele profitieren. Die Wege werden kürzer, Zeit wird gespart. Und der U-Bahn-Ausbau soll vor allem auch der Umwelt nützen. 75.000 Tonnen CO2 könnten pro Jahr eingespart werden, wenn die Menschen auf die U-Bahn umsteigen, heißt es bei den Wiener Linien. Dass die U-Bahn wichtig für eine klimafreundliche Stadt ist, darüber sind sich alle einig. Denn immer noch verwenden zu viele Menschen das eigene Auto und stoßen damit Unmengen an CO2 aus. Doch es braucht die Kombination von verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln, sagen Expertinnen und Experten. Wie zum Beispiel Ulrich Lied von der Technischen Uni Wien. Die U-Bahn könne viele Menschen auf einmal transportieren. Die Stationen liegen aber relativ weit auseinander. Damit das System funktioniert, brauche es die Straßenbahnen und die Busse. Deshalb ist ein bisschen kritisch zu sehen, wenn quasi der Fokus so auf dem U-Bahn-Ausbau liegt, der auch noch enorm teuer ist und der Oberflächenverkehr ein bisschen vernachlässigt wird, der öffentliche. Die genauen Kosten stehen noch nicht fest. Sie dürften aber jedenfalls 6 Milliarden Euro übersteigen. Leth gibt auch zu bedenken: Bei der U-Bahn kommt auch noch dazu, dass es halt
dass die Stationsbauwerke und die Tunnel, die notwendig sind, natürlich große bauliche Eingriffe sind, deshalb enorm teuer einerseits, enorm CO2-intensiv auf der anderen Seite auch, weil da enorm viel Beton, Stahl hineinfließt, die alle in der Herstellung schon sehr CO2-intensiv sind. Die Wiener Linien halten dagegen. Bauwerke wie eine U-Bahn haben eine sehr lange Lebensdauer. Der CO2-Ausstoß sei auf die Dauer gering. Man arbeite auch daran, die Baustellen und Materialien nachhaltiger zu machen. Wenn es um die klimafreundliche Stadt im Gesamten geht, sieht Ulrich Leth noch viel Potenzial in Wien. Das U-Bahn-Netz generell ist eine gute Basis, das aber nicht ausreicht, sondern aufbauend darauf braucht es eben Bus- und Straßenbahnlinien und gerade in Wien auch verstärkt den Radverkehr, der noch sehr unterentwickelt ist für eine Stadt dieser Größenordnung. Das heißt, da ginge auch noch deutlich mehr. Was jedenfalls klar ist, dass um die gleichen Kosten man deutlich mehr Straßenbahn, Buslinien machen hätte können, noch 100-mal mehr Radverkehrsinfrastruktur. Und wenn es jetzt darum geht, quasi die Ziele zu erreichen im Mobilitätsbereich, die sich die Stadt Wien ja gesetzt hat, den Autoverkehrsanteil nämlich stark zurückzudrängen von aktuell ungefähr 26% der Wege auf 15% der Wege bis 2030, dann muss man sich überlegen, wo das Geld natürlich effizient eingesetzt ist. Kerstin Krellenberg von der Uni Wien ist dafür, dass man Nachhaltigkeit generell in der Stadtplanung immer mitdenkt. Dort, wo eine U-Bahn im Untergrund entlangfährt, könnte man den Platz an der Oberfläche nutzen. Wir hätten ja dann oberirdisch mehr Kapazitäten, um dort eben vielleicht um multifunktionale Nutzung nachzudenken. Kombination aus mehr Radwegen, breiteren Radwegen, mehr Fußgänger, breiteren Fußwegen und dann eben auch Begrünung durchzusetzen, wenn wir dann beim Thema Klima sind. Also dass wir eben wegkommen von dieser hohen Versiegelung. Und da sind durchaus ja Potenziale da. Man müsste natürlich das gleich mitdenken. Um eine Stadt klimafreundlich zu machen, braucht es also verschiedene Ansätze und mehrere Maßnahmen, sagen die zwei Wissenschaftler. Wie sich der U-Bahn-Ausbau in Wien in die Stadt einfügen und sich verändern wird, wird wohl erst die Zeit zeigen. Bis dahin bleibt Baustelle.